Susul, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zu einer neuen Baufolge in Sims 4. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben in der letzten Folge uns hier um diese gemütliche Wohnküche gekümmert, wo ich die Spüle vergessen habe. Bevor ich jetzt aber mit dem Bauen anfange, möchte ich noch ein paar Grüße loswerden. Und zwar gehen die heute an die Katinka Payne, an die Flower Power und an Eliweg. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Ganz, 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 ganz liebe Grüße hier an euch drei in dieser Baufolge. So, einen Block eben weglegen. So, ich schreibe mir das nämlich immer auf. Es kann trotzdem schon mal passieren, dass ich jemanden vergesse. Seid mir bitte nicht sauer, schreibt es mir einfach nochmal in die Kommentare und dann denke ich auch dann dran. So, das ist jetzt zwar nicht so asiatisch, ist vielleicht, weiß ich nicht, ob das eher sowas ist, keine Ahnung, aber ich finde, das passt so vom Modernen her ganz gut in die Küche rein. So, jetzt will ich mal noch gucken. Hier hinten im Design-Tool wurde mir geschrieben, kann man hier dies... Hä? Warte mal. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder meinen Lieblings-Cheat anmachen. So. Wenn ich den jetzt dahin stelle, über das Design-Tool, wo ich die Farbe wählen kann, wurde mir gesagt, dass es da ein Zahnrad gibt, dass ich da dann irgendwie irgendwo... Hä, wo war denn das nochmal? Das gibt es doch nicht. Bin ich hier wieder... Design-Tool, Vorschlaghammer, Pipette ist es ja auch nicht. Das ist ja nur, dass ich das kopiere. Automatische Theken. Hä? Ja, wo ist denn das Zahnrad? Ich weiß, dass es da was gab. Ich weiß auch, dass ich es selber schon gefunden habe. Aber es ist doch hier das, wo man die Farbe ändert, habt ihr gesagt. Bin ich gerade verwirrt. Irgendwie finde ich es gerade nicht so wirklich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann nochmal ein Kommi da lassen würdet, dass ich blöd Birne das auch hinbekomme. Ich habe gedacht, wir widmen uns heute hier mal dem Badezimmer, dem schönen großen Badezimmer, wo wir jetzt hier erstmal sowas hier vielleicht in hell reinmachen an die Wände. Die Tapete, die Wand, die ich eigentlich gerne haben wollte, mit den großen weißen Fliesen, wo es auch noch so ein Bambusmuster drauf gab. Ich weiß nicht warum. Die macht mir irgendwie richtig dicke Probleme beim Runterladen. Vielleicht ist aber auch sowas hier eher in der Richtung. Ich werde es aber weiter versuchen. Ich gebe nicht auf. Es wäre nicht typisch ich, wenn ich aufgeben würde. Was könnte man denn dazu für einen Boden machen? Hier sowas? Ich weiß nicht, ist das asiatisch? Oder sowas hier? Vielleicht eher sowas. Das würde auch zu den Möbeln passen, die ich hier reinstellen möchte. Das schauen wir auch direkt mal. Hier sanitär. Das hier war das, glaube ich, was mir da empfohlen wurde. Bathroom, Sink, Kabinett. Wo ist denn hier der Rest dazu? Okay, Klo gab es da keins, aber eine Dusche hatte ich hier, glaube ich. Genau, das hier war das. Da würde ich fast sagen, da stellen wir, weiß ich nicht, hier die Dusche hin. Eine Badewanne gönnen wir den Sims auch noch. Das hier ist auch hübsch. Das hier wurde mir empfohlen, aber als typisch asiatisch. Die Toilette, die sieht blöd aus. Die mag ich nicht. Aber was haben wir denn hier? Haben wir hier vielleicht... Nee, schwarz ist auch doof. Ach komm, ich glaube, das Klo, das würde ich ganz normal lassen. Das machen wir mal so. Waschtisch. Waschtisch war der hier. Kommt natürlich ein Spiegel drüber. War der hier mit bei in dem Set? Wir machen hier mal die Wände, glaube ich, komplett hoch.
Okay. Jetzt hätte ich da gerne eine Pflanze nehmen. Da kann ruhig hier irgendwie sowas daneben. Schön groß. Das ist gar nicht so einfach in so einem kleinen Raum mit hohen Wänden, denn, also mit der Einstellung für hohe Wände, das hoch zu einzurichten. So, ich will hier im. Ja, ist ja auch toll. Jetzt habe ich die Dusche davor. Die. Nee, das machen wir andersrum. Hier sowas wie den Bad, wenn hier so große Fenster sind, würde ich immer hier irgendwie sowas davor machen. Ja, es sieht auf jeden Fall immer noch besser aus als das hier oder die Variante hier. Finde ich das ja dann doch schöner. Damit man da nicht reingucken kann. Badezimmer, Teppich, warum nicht? Vielleicht irgendwas Helles als kleiner Kontrast zu dem dunklen Boden. Würde ich fast sagen, Mensch, was ist das für ein riesen Badezimmer? Da weiß ich ja gar nicht, was ich hier unterbringen soll alles. Warte mal hier. Deko, so alles Mögliche. Machen wir hier mal noch so einen Toilettenpapierhalter hin. Genau, das hier war auch noch dabei. Das ist dieses Handtuchhalterteil. Stellen wir da mal neben die Dusche. Entweder sowas hier oder hier haben wir auch noch irgendwas so zum Aufstellen. Sowas könnte man hier natürlich auch noch irgendwo reinstellen. So, hier vielleicht neben das Fenster. Gibt es das auch ein bisschen dunkler? So ein dunkles Braun vielleicht? Das hier, oder? Ja, das wird da reinpassen. Können wir da. Nee, das kann man nicht oben drauflegen. Schade. Ja, mach mal da mal den Handtuchhalter hin. Ist auch ein bisschen blöd, da direkt zwischen Waschbecken und Klo, aber. Hätten wir hier noch was, was da reinpassen würde? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Man könnte natürlich auch. Nee, das ist zu groß. Sonst hätte ich gesagt, könnte man sowas ja auch noch so dekotechnisch reinstellen. Aber wie wäre es denn mit Duftkerzen? Wir könnten doch Oberflächen, Schmucktische, so ein Beistelltischchen. Haben wir da irgendwas, was vielleicht passen würde? Das hier passt, glaube ich, noch am ehesten hier zu dem Teil. Hätte ich nur gerne auch ein bisschen dunkler. Nee, die Farbzusammenstellung mag ich nicht. Dann eher sowas. Hier finde ich aber auch nicht so toll. Ja, komm, dann machen wir sowas. Stellen wir dann noch ein paar Kerzen drauf. Und ein paar Lampen hätte ich gerne noch an der Wand. So, Wandlampe, Wandlampe, Wandlampe. Die hier. Das ist die passende zu der Dusche, der Badewanne und dem Waschbecken. So, hängen wir da mal noch eins hin. Kann man hier schön diese Bordüre so als Anhaltspunkt nehmen, wohin die Lampen kommen sollen. So. Unser kleines Badezimmer. Sieht doch schon ganz gut aus eigentlich. Ja, es gefällt mir. Und hier unten, hier wurde ich noch gebeten, dass ich hier den Flur doch ein bisschen fluriger mache, nenne ich es mal. Das heißt, wir gehen hier nochmal ins Bautool, reißen die Wand nochmal raus. Und ich sollte hier zwei so machen und die dann quer verbinden, damit es auch wirklich mehr aussieht wie ein Flur. Das kann ich doch gerne machen. Das ist eine sehr gute Idee. Setzen wir da dann die Tür rein. Ja, es stimmt schon. Es sieht jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr aus wie ein Flur. Es muss ja nicht so riesig sein, der Bereich hier.
Warum kommt hier kein Wasser raus? Aha. Wände und leere Zimmer? Huh? Ach so. Okay. In unserem Badezimmer sind wir jetzt auch schon recht weit. Ich möchte hier gerne immer noch ein bisschen... Ja, doch, bla. Oh, ärger wen anders. Wir können hier nur so ein Pflanztöpfchen hinstellen. Ha, was Move Objects nicht alles möglich macht. Jetzt bräuchte ich nur... Hier sowas, oder? Irgendwie... Ach, das ist nicht gar nicht mal schlecht, aber ich will mal noch so durchgucken. Voila! Nein, das ist dann eher nichts. Setzen wir hin. Oh, das ist auch hübsch. Das ist ja toll. Mann, 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 was man hier für tolle Sachen machen kann mit dem Cheat. Oh, ich liebe dich, Cheat. Ich liebe dich, Cheat. Tralalala. Das ist auch schön. Das passt sogar, finde ich, eigentlich mit am besten hier rein. So. Weil, guck mal hier, das ist so ein bisschen, die Blüten haben so ein bisschen die Farbe von den Kacheln an der Wand, finde ich. Deswegen finde ich das echt nicht schlecht. Ja gut. Damit wären wir hier im Badezimmer fertig, würde ich sagen. Die Wände mache ich jetzt mal nicht hoch. Die Wände mache ich jetzt mal nicht hoch, ansonsten kann man hier im Bad gar nicht sehen, wie das eingerichtet ist. Dann gucke ich mal, mit was wir nächste Folge weitermachen. Ich glaube, dann widmen wir uns hier unten mal diesen beiden Räumen. Dann fangen wir mal von hier unten an. Machen wir mal hier das Kunstatelier und den Fitnessraum und den Flur. Da können wir uns dann ja in der nächsten Baufolge drum kümmern. Wann kommt die? Die kommt am Donnerstag. Genau, Donnerstag ist übermorgen. So. Das Bad ist fertig, die Küche hat eine Spüle und bitte schreibt mir immer noch, warum hier kein Zahnrad kommt, wenn ich dieses Teil da verändern will. Das wäre ganz, ganz toll von euch. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal für diese Folge von euch und wir sehen uns morgen in unserer kleinen Chaoten-WG wieder. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss!